Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich super, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es ein Fashion-Video, ein Styling-Lookbook in der Art. Aber ich quatsche euch durch, dachte ich mir mal. Schreibt mir auch unbedingt mal, gebt mir Feedback dazu, ob euch das besser gefällt oder ob ihr wirklich nur so ein Lookbook mit Musik sehen wollt und so ein bisschen berieseln lassen und ohne Gequatsche. Also was gefällt euch besser? Ich dachte, ich mache ein 2018 Herbst-Trend-Video mit Teilen, die ja trendy sind, aber die ich so in meine Garderobe adaptiert habe, die mir selbst gefallen. Es gibt natürlich super viele andere Trends noch, aber das ist das, was ich sehr schön finde, womit ich mich identifizieren kann. Das wollte ich euch jetzt zeigen. Außerdem gibt es voll viele Sachen, die sind natürlich immer im Herbst irgendwie trendy, wie das erste, was ich euch zeigen will. Kariert ist doch immer Trend, oder? Es ist ein Klassiker eigentlich. Es ist auch ein klassisches Muster. Und ich habe jetzt hier, das ist ganz cool, weil ihr wisst ja, ich mag ja die 90er Jahre. Ich mag die Mode auch aus den 1990ern. So muss man es ja eigentlich schon bald sagen, ne? Weil wir sind dann irgendwann 2090 und ihr wisst gar nicht, wovon ich spreche. Also. Und da habe ich dieses Kleid, das ist so in diesem, in diesem Schnitt aus den 90ern so typisch. Ich mag den Stoff ganz gern, weil er so ein bisschen fließend ist. Ich glaube, recht bügelleicht, was gut ist für mich. Hier geht es um das karierte Muster, was sehr klassisch ist und was sich einfach wiederholt immer wieder. Und ich mag auch diesen grünen Ton, das hat nochmal so was Herbstliches. Ne? Diese ganzen grünen Erdtöne, die auch zurzeit sehr angesagt sind oder so eine Farbe, was ich jetzt gerade trage, dieses so ein bisschen Ocker, Kamel, so Rosttöne, das ist immer angesagt, oder Auberginen, das sind so die typischen Herbstfarben, die auch dieses Jahr wieder angesagt sind. Vor allem gepaart mit so ganz frischen Farben. Ihr werdet es dann am Ende des Videos, glaube ich, habe ich noch einen Look, da ist es ungefähr so ein Beispiel. Dieses Kleid habe ich gepaart mit Boots, immer noch diesen Sockenboots. Ich liebe die. Ich finde, das macht den 90er oder 2000er Look perfekt. Kann auch sein, dass es nicht mehr trendy ist, aber das ist so, wie ich es halt persönlich mag. Deswegen meine ich ja, ich nehme trendy Teile und mache daraus mein eigenes sozusagen. Und was ich halt ganz gerne mag bei solchen Kleidern, und das ist auch so ein Tipp, was ihr machen könnt im Herbst, eure Sommerkleidchen, weil das ist ja so ein Trägerkleid, einfach mit was drunter noch anziehen. Das heißt entweder T-Shirt, solange es noch recht warm ist, oder Longsleeve, geht ja natürlich auch. Richtig schöne, dünnere Strickteile gehen auch oder so ein bisschen Turtleneck oder so. Einfach diesen Layered-Look, damit man noch ein bisschen Wärme bekommt, aber der trotzdem noch diese Teile tragen kann. Das ist ganz cool. Als zweiten karierten Look wollte ich euch diesen Blazer auch zeigen, wie ich den style. Also den habe ich jetzt auch verschieden schon gestylt. Der ist nämlich sehr, sehr schön vielseitig zu stylen, wie ich finde. Einfach weil er so schick ist und so straight. Er hat auch so einen eher so einen männlichen Schnitt, also er ist nicht so tailliert, was ich sehr mag. Und er hat auf beiden Seiten diese Knöpfe, also ist so ein bisschen maskulin, das liebe ich ja total. Ich liebe solche Looks. Und das einfach ganz leger gepaart mit so einer Destroyed Jeans, finde ich ganz cool, ganz lässig. Aber wie gesagt, den kann man super zu allem tragen, wirklich zu einem Rock, zu Jeans zu röcken, habe ich ihn schon getragen, zu allem eigentlich, wirklich zu allem. Und ich mag diese Farbe auch, das ist so ein bisschen, ja, so braun, Camel, Karamell, so eine Art. Das ist so Herbst für mich, ne? So das typische Muster. Sogar ein bisschen spießig, aber wie gesagt, wenn man es dann mit dieser Destroyed Jeans und einfach mit diesem Spitzentop, wie ich es jetzt gestylt habe, kombiniert, dann sieht es gar nicht mehr so spießig aus. Dann noch diese Riesentasche, die super genial ist. Ich liebe eh diese Marke, das ist Madonette. Die machen veganes Leder. Das innere Lining ist immer recycelt aus Plastikflaschen. Ihr müsst euch echt mal die Taschen anschauen. Die haben super Taschen, die sehen aus wie Leder, ist aber kein Leder und ist auch noch recycelt. Richtig, richtig schön, einfach die Philosophie hinter dieser Marke auch. Als zweiten Trend ist Cord. Cord is back. Das ist so, wann ist das? 70er Jahre? 80er Jahre? Also auf jeden Fall sind die 70er dieses Jahr so richtig groß und die haben so ein richtiges Comeback. Gerade diese Farben, diese typischen, wie ich es genannt habe, das, was ich jetzt auch trage, das ist so super 70er. Und dann eben auch diese langen Schnitte, auch wieder so Schlag und ein bisschen weiter geschnitten. Cord is back. Hier jetzt mit so einem Cord-Mini-Rock, den ich getragen habe, habe ich einfach ganz kuschelig mit so einem Cardigan gepaart, der wirklich sehr kuschelig ist, sehr angenehm.
Genau, ich freue mich schon so, wenn man nur das tragen kann, das liebe ich auch. Noch keine Jacken, sondern nur das erstmal. Und dann habe ich noch eine schwarze Kordjacke. Das ist diese hier. Ich bin verliebt in die. Die hat sozusagen zwei Trends in einem. Also Oversized, XXL-Jacken sind wieder voll angesagt. Bei mir noch nie weg gewesen. Ich liebe die. Ich liebe so Oversized-Sachen sowieso. Und gerade Jacken total. Ich mag diesen Look, auch wenn er aufträgt. Ist mir so scheißegal. Ich fühle mich so wohl da drin. Und die ist perfekt. Die ist innen nochmal so gesteppt, was cool ist. Das hat so ein bisschen, ja, sie ist nicht so dünn, sondern sie gibt wirklich Wärme ab. Also die kann man wirklich sehr gut dann im Herbst tragen, wenn es ein bisschen kühler wird. Ich freue mich so sehr, wenn es kühler wird, weil ich will die unbedingt tragen jetzt. Und ja, ist halt schwarz, muss man aufpassen, gerade mit Peaches Fell. Der darf da nie dran kommen, sonst sieht die aus wie sonst was. Aber naja, man kann es ja auch mit so einer Rolle dann wegmachen, ne? Was, glaube ich, auch so ein bisschen dieser 70s-Touch ist, vor allem dieses Kleid. Als ich das anhatte, hatten mich auch so viele auf Instagram gefragt, woher ich das habe, weil es euch anscheinend sehr gut gefallen hat. Ich liebe es auch, ich liebe es sehr. Es ist sehr bequem zu tragen. Ich habe erst dieses Jahr so für mich diese ganzen Maxi-Röcke und Kleider eben für mich entdeckt. Ich habe immer so ein bisschen Scheu gehabt davor, weil ich recht klein bin. Ich bin nur 1,64, also nur so als Referenz, dass ihr dann wisst, wie die Sachen bei euch so sein würden. Jedenfalls ist mir aber so scheißegal auch wieder. Ist mir egal, ich fühle mich wohl da drin. Ich fühle mich richtig, richtig wohl in Maxi-Kleidern und Röcken. Es ist so luftig. Gerade im Sommer war das so extrem angenehm, als es so heiß war. Ne? Es war das Beste zu tragen, wenn es super luftig ist und es trotzdem mehr die Haut bedeckt. Besser als Mini. Dann schwitzt man weniger, wirklich. Und dieses Kleid, denke ich, ist sowas, was ging in dem heißesten Sommer, aber ich glaube, das geht auch noch super im Herbst. Lässt sich auch super kombinieren mit einem Pulli drüber oder sowas. Ich habe das jetzt einfach ganz, ja, also das Coole bei so Statement-Kleidern oder mit so einem krassen oder so einem starken floralen Muster oder irgendeinem Muster ist halt, dass man es, man ist schon angezogen, man braucht halt nicht viel kombinieren. Das ist immer eh das Tolle an Kleidern. Genau, wenn man nicht weiß oder keine Zeit hat, dann kann man einfach es drüber ziehen und fertig aus, man ist angezogen. Ich habe es jetzt im Kontrast getragen zu so ein bisschen härteren Boots. Ich finde, das sieht immer ganz cool aus. Das ist auch so mein Style, wenn es so ein bisschen Kontrast drin hat. Ich mag das zwar auch sehr feminin zu tragen, das sah auch ganz gut aus im Sommer mit nur so Sandalen oder so Espadrille, aber ich finde die Boots, das hat nochmal besonders was. Also dieser Kontrast hat mir sehr gut gefallen. So werde ich das auf jeden Fall tragen dann. Einfach noch ein Pulli oder so drüber. Dann ist es, falls es dann zu kalt sein sollte, dann perfekt. Naja, der ist nicht ganz Maxi, ist eher so ein Midi-Rock. Aber das ist das nicht das perfekte herbstflorale Muster ever? Diese Farbkombination, oder? Das sieht so schön aus, richtig Herbst. So, so schön. Und ich mag, dass es wieder Taschen hat. Auch das Kleid hat Taschen, ich liebe sowas. Halt super lässig einfach. Man will mal irgendwie die Hände irgendwo rein. Und das habe ich auch wieder mit den Boots kombiniert. Das sieht ganz cool aus. Und mit so einem Shirt, was so eine ähnliche Farbe hat wie, wie das jetzt hier. Nur ist es geschlossen und so ein bisschen, ja, und langärmlich. Ich mag das ganz gerne, wenn die Farben sich wiederholen. Aber dieses könnte man natürlich auch voll gut mit so einem Pastellton tragen. Das ist das, was ich meinte, wenn die Farben so ein bisschen clashen, also sowas ganz Warmes mit was Kühlem. Das habe ich jetzt oft gesehen. Oder sowas ausgewaschenem Kühlen, wie man das kennt, was 80er, 90er. Und dann gepaart mit so warmen Tönen. Das sieht auch ganz cool aus. Also so auch so lässig zu tragen, einfach mit diesen Sneakers, diese Grandpa-Sneakers. Wisst ihr, was ich meine? Diese globigen Turnschuhe, die es ja fast jetzt nur noch gibt, eigentlich auch von allen Marken. Jetzt nur noch diese globigen Globigen Sneakers und genau, das halt zusammengepaart, aber ich habe es jetzt auch mit den Boots, ich mag das ganz gern, so wirklich so ein tatsächlicher Herbstlook. Animal Print natürlich wieder, ich würde sagen, jede Herbst-, Winter-Saison ist das dabei, oder? Also Animal Prints sind gar nicht mehr wegzudenken. Dieses Jahr vor allem wieder Schlangenprint. Das ist das Einzige, was ich habe. Natürlich kein echtes Schlangenleder. Auf gar keinen Fall. Bitte. Bitch, please. Bitte nur Fake. Nur Fake, Fake. Auch Fell und so weiter. Am besten auch Leder und so weiter. Ihr wisst, ihr kennt mich. Aber das hier ist auch Fake natürlich. Aber ja, das Muster ist natürlich sehr schön. Dieses Schlangenprint gibt es ja
alles jetzt. Schuhe, Kleider, Röcke, Oberteile, alles. Man kann es sogar kombinieren oder in den Farben, wenn es jetzt eine andere Farbe hätte, so kombinieren. Ich finde immer ganz cool, wenn man diesen Trend mitmachen will, aber sich nicht so ganz traut, so einen All-Over-Look zu tragen, dann einfach wirklich so auf Accessoires zu setzen, wie jetzt zum Beispiel hier diese Klatsch oder überhaupt irgendwelche Taschen, Gürtel habe ich auch zum Beispiel in einem einen Look, so ein bisschen Leoprint-Gürtel nur. Aber man kann natürlich auch einen kompletten Leoprint-Maxi-Rock tragen, so wie ich hier in diesem, mit diesem Outfit. Das ist auch einer meiner Lieblingsröcke, weil der so schön luftig ist, so richtig wow, 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 so ein Tanzrock irgendwie. Man will sich immer drehen, damit es, weißt du, damit es schön weht. Ich mag das ganz gerne. Ich style es ganz gerne auch mit einfach nur so einem Basic-T-Shirt. Leider waren meine Lieblings-Basic-T-Shirts in der Wäsche, deswegen konnte ich nicht das paaren. Und ich habe dieses V-Ausschnitt-T-Shirt genommen, was ich nicht so mag. Ich mag lieber Rundhals, vor allem, wenn ich das so trage, so zusammengeknäult. Aber naja, ihr wisst, was ich meine. Ihr versteht die Idee dahinter. Und dann habe ich einfach, um das ein bisschen zu brechen, auch wieder so ganz schicke Ohrringe dazu getragen. Das sind diese hier. Fun Fact, die habe ich getragen auf meinem Cover von meinem Kochbuch. Genau. Ich mag halt Statement-Ohrringe, vor allem jetzt, seit ich diese kurzen Haare habe, wirkt das nochmal besser, weil man sie einfach besser sieht. Und ich finde komisch eigentlich, dass ich jetzt gerade keine trage. Ich bin gerade so nackt. Oh Gott, Peach ist wieder seit 5 Minuten. Das ist so verrückt, gell, wie Katzen immer ihre 5 Minuten am Tag haben. Die sind so wie von einer anderen Welt dann, so als wären sie gerade gestochen worden und bam, und dann rennt er immer so hoch, also im Winter war das immer so, dann rennt er immer auf seinen Kratzbaum und guckt einfach so in die Ecke so hoch. So als würden gerade seine Alien-Friends da oben Kontakt zu ihm aufnehmen. Okay, ich glaube, das ist jetzt schon vorbei. Die Klatsch habe ich gepaart mit, da ist auch sowas, also dieser Rock, den ich euch da zeige, das ist auch sozusagen wie zwei Trends in einem. Oliv ist jetzt wieder da. Oder naja, sogar drei Trends in einem. Ihr habt es vielleicht gesehen jetzt voll oft auch, diese Röcke, die so ein bisschen wie Seide wirken, wie Seide oder Satin, so glänzende Stoffe, das ist auch wieder angesagt. Und natürlich Maxi eben. Ne? Ich liebe den Rock sehr, weil er eben alles vereint, was ich so mag, diese Luftigkeit und so. Und die Farbe finde ich ganz schön. Ich war erstmal etwas skeptisch mit der Farbe, weil ich habe sonst nichts in dieser Farbe oder so gut wie nichts. Außer so Tarnsachen, Camouflage. Genau, und dazu habe ich dann diese Klatsch getragen. Ich finde, das passt ganz toll. Also ich habe die jetzt wieder gefunden. Jetzt ist sie halt wieder up to date sozusagen. Könnte ich doch mal wieder tragen, ne? Das waren so meine liebsten Trends 2018 für Herbst. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen inspiriert. Ihr werdet alle Links zu den Teilen, die ich im Video getragen habe oder ähnliche, falls ich das nicht mehr finden sollte, in der Videobeschreibung verlinkt finden. Also da mal reinschauen, falls euch was interessiert. Und sagt mir noch sehr gerne, was euch besser gefällt, wenn ich euch da durchquatsche oder meint ihr, nee, genug gequatscht, wir wollen uns doch nur berieseln lassen mit Musik und eher so Lookbook-Style, dann sagt mir, dann mache ich das gerne auch wieder. Also vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!